willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute das gefühlt allererste Mal eine Reaction auf diesem Channel. Denn wir gucken uns mein Blind Date an, was ich vor einem Monat hatte, bevor ich nach Thailand geflogen bin. Ich bin frisch vom Basketballturnier gekommen. So frisch. Ich war original keine 10 Minuten zu Hause. Ich bin jetzt live. Ich habe 20 Minuten geschlafen, okay? Lass ein Like auf dem Video da. Danke. What do you know? You're not Lamedi Loco. Justin, zeig ganz kurz die Highlights vom Basketballturnier. Einfach meine Körbe, meinen Blocks, so. Blend sie kurz ein, hier, viel Spaß. Dass die trainiert haben, die Creator, ja. Schade. Oh, Ahmed. 7 Girls blind daten nach Outfit. Digga, es hat jetzt schon mehr Aufrufe nach einem Tag als das letzte von vor 2 Wochen. W-Champ! Das sind unsere Jungs. Platz 4 in den Trends sogar. Oha. Oha, was sagen die Kommentare? Gut oder schlecht? Serke war eine gute Idee von Ahmed. Warum? Ahmed der Einzige gewesen, der bisher ehrlich war in dem Format. Oh, ich könnte euch schon darauf einstellen, Chat. Lieblingsstelle. Ich bin unnormal gespannt, ey, Mann! Stellung. Das ist Hamid. Voll viele von euch haben auf diese Folge gewartet. Und hier ist er. Er wird. Was ist das für eine Musik? Du. Wisst ihr, wie sich das anhört? Wie Jungs-WG so. Dieses Intro, wenn die so anfangen, so wie der Tag anfängt. Von euch haben auf diese Folge gewartet. Und hier ist er. Er wird heute 7 Mädels gleichzeitig daten. Hinter diesem weißen Vorhang stehen 7 Mädels. Jeder ein anderes Outfit, jeder eine andere Persönlichkeit. Jede Runde fliegt eine raus. Und der Vorhang geht nach und nach weiter nach oben, denn am Ende bleibt nur eine übrig. Dann stell dich mal vor. Ich bin Hamid. Guck mal, nein, stopp. Stopp, direkt stopp. Guckt euch meine Augen an. Ich schwöre auf alles. Hamid will mir nicht selber auf die Schulter klopfen, aber ich will euch kurz einen Denkanstoß geben, dass ihr mir auf die Schulter klopft. Ich bin da nach dem Stream nicht schlafen gegangen, bin von dort aus mit dem Zug, mit einem richtig ekelhaft fetten Koffer, wo mein PlayStation Stream Setup alles drin war, und dem Outfit nach Wien gefahren und dann von dort aus nach Frankfurt und nach Thailand geflogen. Alles mit denselben Sachen ungeduscht und so. Deswegen sehe ich so aus. Ich habe nicht geschlafen, gar nichts. Im Zug wurde ich genervt. So. Wie ich aussehe, Alter. Bruder, meine Augen schreien nach Hilfe. Streamer, 23 Jahre alt und komme aus Paderborn. Und was suchst du in deiner Traumfrau? Suche ich eine Person, mit der ich einfach Zeit verbringen möchte. Ich denke an sie und denke mir, ich wäre jetzt gerne mit dir. Das ist so eine süße Antwort. Was wäre eine absolute Red Flag für dich? Wenn sie komplett faul ist und so keinen Bock auf gar nichts hat. Mhm, eine Hängerin. Ja, eine Hängerin. Bevor wir mit dem Video anfangen, liked und teilt das Video, abonniert den Kanal und kommentiert, denn unter den ersten 5000 Kommentaren, die abonniert haben, verlosen wir 100 Euro. Also viel Glück. Ich schwöre, ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Da kann sein, dass ich ein paar Mal reinscheiße, Chat. Ich guck's mir jetzt gerade zum ersten Mal an. Ich bin selber gespannt. Wenn ich jetzt von außen betrachten würde, würde ich sagen, die zweite von rechts fresheste. Und der Rest ist so. Und ganz rechts. Und diese Clownschuhe, diese Chucks. Oh, damn. Ah, warte, stopp! Hier direkt das erste, was ich sagen kann. Das hier ist gefaked. Diese Reaktion hier ist einfach gerade komplett gefaked. Warum? Ich habe genau dieselbe Reaktion gehabt und dann meinten die einfach zu mir, Mikrofon war aus. Mach nochmal. Und dann musste ich einfach meine Reaktion nochmal machen. Genau dieselbe. Und man merkt das so ein bisschen, finde ich. Also, ich habe es ja nicht gesehen. Oh, damn. Ich hab dich schon gesehen, Jenna. Okay, was sagst du? Ich muss direkt sagen,
Ich sag jetzt genau das, was ich schon mal gesagt habe. Die Nummer 2 hat sehr dreckige Schuhe, ne? Das ist dreckig für dich. Oh, wobei ich sehe jetzt auch die Nummer 4. Das ist ein bisschen dreckiger. Du Pingelchen. Bei Nummer... Pingelchen, ne? 7 ist nicht nur dieses Dreckige so ein bisschen, was mich... Ja, was findest du an denen? Findest du sie gut oder nicht so cool? Erster Eindruck eher negativ. Warum? Special. Ist so Cowboy-Stiefel einfach, oder? Ja, aber Cowboy ist doch gut. Cowgirl wäre besser. Stimmt. Welche Schuhe findest du bis jetzt am besten? Die Nummer 6 schon am besten. Mhm. Also, es liegt jetzt nicht unbedingt... Was war das für ein Edit, hä? ...an den Farben, aber ich finde, das ist so stimmig. Und welche Schuhe findest du gar nicht so nice? Schuh Nummer 4 sieht für mich aus wie so ein Clownschuh. Das sind Chucks? Ja, aber Chucks sehen generell aus wie Clownschuhe, oder? Nein. Doch, Digga! Ich schwöre, wir haben 2023, wer heute noch mit Chucks rumläuft, mit diesen, ist entweder jemand, der einfach die noch hat und sich keine neuen kaufen kann, denn dann ist es nicht schlimm. Aber wer sich jetzt neue Chucks kauft, Bruder, der hat irgendwie einen, keine Ahnung, goofy-ass Geschmack, Digga. Wer sich heutzutage neue Schuhe kauft und sich entscheidet, was mache ich mit meinem Geld? Ich kaufe mir Chucks. Goofy. Doch. Das ist voll cool. Das sind sogar hohe Chucks. Das macht es noch viel mehr zu Clownschuhen. Jetzt musst du aber eine rauswählen. Am besten hast du eine Frage, damit du die ein bisschen besser kennenlernst. Ja. Was ist deine Lieblingssportart? Gute Frage, Chat. Gute Frage, gute Frage, gute Frage. Das ist eine gute Frage. Okay, Kandidatin Nummer 1. Was ist deine Lieblingssportart? Grundsätzlich eigentlich Fitnessstudio. Ich habe jetzt keine Teamsportart, die ich feiere. Pumperin. Gehst du pumpen? Langweilig. Ich gehe pumpen, wenn ich Zeit habe, aber sehr, sehr busy leider. Deswegen war ich in letzter Zeit nicht so viel pumpen. Was ist denn deine Lieblingssportart? Fußball. Hm. Mit Abstand, ja. Spielst du oder gucken? Beides. Ah, okay. Ja. Kandidatin Nummer 2. Findest du Fußball gut? Ist nicht ganz so meins. Immerhin ehrlich. Okay, und was ist deins? Ich mach gern Pole Dance und gehe gern laufen. Pole Dance. Pole Dance. Ist das eine Stange, ne? Verrückt, okay. Digga, ihr wisst ganz genau, ich wollte nicht verrückt sagen. Verrückt war mehr so negativ betont in diesem Moment. Wisst ihr, wie ich meine? Das war so, verrückt. Ja, dann Nummer 3. Guck, ich bin direkt weiter. Ich so, was soll ich jetzt sagen, Alter? Geh mal weiter. Ich gehe auch ins Fitnessstudio und zusätzlich gehe ich noch Kickboxen. Kickboxen ist cool. Ich wollte gerade sagen. Ich sag euch ehrlich, ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen soll. Okay, doch, ich hatte mal was mit einer Kickboxerin. Bruder, alter Junge, geisteskrank, Digga. Ich sag euch ehrlich, ich bin ein ich bin ein Mann, okay? Ich bin kein Mädchen, beziehungsweise kein femininer Junge, der so eine dominante Frau will. Aber Digga, so Frauen, die so Stärke haben und so, ehrlich krass. Fitnessstudio, langweilig jetzt. Aber dieses Kickboxen, ja, hat es so nach oben katapultiert, die Antwort, ja? Ja, sie weiß, was sie will. Okay, Kandidatin Nummer 4, was ist deine Sportart? Ich mag Snowboarden vor allem. Geil, Snowboarden. Snowboardest du? Nee, aber das sieht immer cool aus, wenn ich so Videos sehe davon. Kannst du es ihm vielleicht beibringen? Ja, also Geduld habe ich. Wer hat gesagt, dass ich Bock habe, das zu lernen? Nein, Snowboarden ist cool. Snowboarden ist cool. Ich meine, nur keiner hat mich gefragt, aber ja, Snowboarden cool. Wer auch Geduld hat, dann geht das, weil für Snowboarden lernen braucht man viel Geduld. Glaubst du, das kriegst du hin? Ich bin ungeduldig, aber ich glaube, für die Richtige wäre ich geduldig tatsächlich. Das wäre auch ein cutes erstes Date. Ja. Okay, Kandidatin Nummer 5. Was ist deine Sportart? Also je nach Sommer oder Winter, weil Wintersport, Skifahren und Afriski und so ist voll meins, aber im Sommer dann eher Volleyball und Basketball spielen geht immer, denke ich. Aber Volleyball ist auf jeden Fall, haben die einen guten... Ich muss sagen, also, ne, Volleyballmädchen sind immer sehr, sehr hübsch, muss ich sagen. Ich schwöre auf alles, Digga. Ich habe, glaube ich, noch nie eine professionelle Volleyballspielerin gesehen, die nicht attraktiv war, Digga. Das ist immer so, Volleyball, ich glaube, Volleyball, Real Talk, hat, glaube ich, über 50% männliche Zuschauer aus einem bestimmten Grund. Und die letzte Nummer. Geh ich stark von aus, oder Chat? Volleyball, Digga, das gucken safe einfach Männer einfach, weil die Volleyball... Ihr wisst, was ich meine. Digga, die haben unnormal attraktive... Digga, die haben einfach dicke Ärsche. Die haben fette, so dicke Ärsche. Viersiche. Normal machen Männer den Fernseher an, Digga. Du hast mich übersprungen. Nummer 6. Ach Quatsch. Deine Lieblingsschuhe. Ach, ich dachte, Nummer 6 wäre jetzt gerade. Nee, Nummer 5. Sorry. Nummer 6 jetzt. Ich habe übrigens auch Fußball gespielt. 6 Jahre lang sogar. Also, aber in der Grundschule. Davon ist aber ein bisschen was hängen geblieben. Und sonst eigentlich ganz gern schwimmen. Also ich komme vom Meer und deswegen liebe ich es, im Meer schwimmen zu gehen. 6 Jahre in der Grundschule geht doch gar nicht.
Also 4 Jahre in der Grundschule und 2 Jahre danach noch. Okay, und Schwimmen. Ja, da trainiert man auch den ganzen Körper. Digga, können wir mal darüber reden, dass ich bei Sophie nicht einmal auf den Ausschnitt geguckt habe? Digga, W. Guck, da merkt ihr. On stream würdet ihr das nicht von mir denken, aber in real life bin ich ein Mann mit Prinzipien und Respekt, Chat. Ein Mann mit Prinzipien und Respekt in real life. Kann ich nicht. Aus Prinzip nie in diese Richtung geguckt. Aber, ich sag euch jetzt ehrlich, was hab ich für ein Problem mit sowas jetzt? Also, Sophie sieht unnormal, also sieht gut aus, ne? Unspaß, sie sieht sehr gut aus. Aber ich bin immer in so einer unangenehmen Situation. Und zwar in der Situation, dass ich finde, dass sie gut aussieht, aber in der anderen Situation, ich darf nicht in diese Richtung gucken, Bruder. Meine Blicke sind eingeschränkt. Mann, mich nervt das. Und das ist zum Beispiel ein Grund, warum ich in meinem eigenen Gym nicht in die Sauna gehe, weil da sind Frauen nackt unter anderem. Und dann fühle ich mich so voll unwohl, weil ich kann einfach mit mir nicht ausmachen, dahin zu gucken. Es geht nicht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in der Sauna sitze, in meinem Gym, und links von mir ist eine Frau nackt, hat sich hingelegt. Bruder, mein Saunagang ist komplett kaputt jetzt. Nicht wegen dem Mädchen, sondern einfach wegen meinen eigenen Prinzipien, dass ich da nicht hingucken kann. Und dann kaputt, Digga, dann Bock nicht mehr. Warst du beim Fußball? Ich war im Tor ganz lang, also ganz lang. Boah, von 6. 3 Jahre im Tor und dann 3 Jahre Stürmerin. Und meine Zahl war die Nummer 16. Oh, wie findest du ihre Aussage? So considering, das ist deine Lieblingsschuhe? Cool, weil sie halt Fußball spielt. Ne? Mhm. Nikita, danke schön für den Zap im 5. So süß, wie sie das gesagt hat, muss ich sagen. Ne? Das kann man auch bewerten. So ja, Stimmung, klar. So. Auch lustig, weil ich habe noch nie gehört, dass jemand Torwart war 3 Jahre und dann Stürmer 3 Jahre. Oh. Hört man nie eigentlich, aber... Du hast einen kleinen Crush. Oh, sag das nicht, aber... Okay. Kandidatin Nummer 7, was ist deine Sportart? Ich habe einen kleinen Crush-Chat, aber die ist nicht dabei, ja? Also meine Lieblingssportart wäre, glaube ich, Tanzen. Zurzeit mache ich besonders so High-Heels-Dance, aber generell ganz querbeet durch Hip-Hop, Ballett habe ich früher getanzt, ja. Und sonst gehe ich eben noch ins Gym. Okay, alle ins Gym. Basierend auf diesen Aussagen musst du jetzt leider eine rausvoten. Jetzt wird's hart. Guck mal, nein, stopp, stopp, guck mal, stopp. In real life, also hier on stream, ich hätte direkt die mit den Cowgirl-Schuhen rausgeschickt. Aber in real life ist anders, Chat. Das muss ich einmal sagen. Da jetzt zu stehen ist anders. Weil erstens, man kann nicht so krank respektlos sein, ey, die wegen den Schuhen raus. Und zweitens, man achtet ehrlich ein bisschen mehr auf die Person, weil die Person ist im selben Raum wie du. Wisst ihr, wie ich meine? Unterschied. Muss einmal kurz gesagt werden. Ihr guckt jetzt auch gerade zu und denkt euch, hä, Cowgirl-Schuhe weg. Aber ist nicht so. Guck, ich sag dir ganz ehrlich, ich würde lieber mit ihr dieses cute erste Date beim Skifahren haben, als das mit Snowboarden. Deswegen leider Nummer 4 raus. Okay. Kandidatin Nummer 4. Clownschuhe. Ich habe Clownschuhe rausgeschmissen. Ey, W. Ey, ich habe... Digga, bin ehrlich. Hier, du kannst hervorkommen. Bist du aufgeregt? Ich weiß nicht mal mehr, wie die aussehen, Digga. Ist nicht gelogen. Also ich weiß noch, wie die aussieht, die gewonnen hat. Und eine sah echt gut aus. Ich weiß, wer sie ist, aber auch nicht mehr genau, wie sie aussieht. Schon, ja. Die erste, die kommt. Ist ja schon über einen Monat her. Hi. Damn. Oh. Ich bereue, ey. Ich bereue es. Why the fuck you lying? Why you always lying? Oh my. Ja, meine Schuhe. Ich weiß nicht, was ist mit deinen Schuhen? Also, aber guck mal. Ja. Was? Ja. Die sind von einem Freund. Du hast mich Clown genannt. That's a bit rude. Meine Schuhe? Größer ihre Schuhe, what the fuck? Meine Schuhe, größer ihre Schuhe, Digga. Was ist das denn? Was will die denn? Oder? Crazy, ehrlich crazy. Das ist sogar, Digga, der Besitzer von den Schuhen ist bei unserem, also Kian von Vicinity, ist bei unserem 10-Tage-Stream irgendwie Top 5 Donator gewesen. Deswegen habe ich die Schuhe, er hat mir die geschickt. Ich rufe ihn jetzt an, Chat. Was geht? Ich bin on stream, ne? Ja. Ich wollte dir was sagen. Diese schwarzen Schuhe von dir, diese schwarz-weißen Akimbo. Ja. Die sind unnormal trash, Bro. Was meinst du? Die sehen kacke aus. Warum? Was passiert? Die hat das gesagt! Ich schwöre, sie hat das gesagt! Ich meinte, ihre Schuhe sind Clownschuhe, sie meinte, die Schuhe sind trash. Rate mal diese Schuhe bitte von 1 bis 10. So Chucks, oder? Yeah, hi. 2 von 10.
Ja. Was ist das? Eine Prinzessin in Clownschuhe. Hey, nein, ich finde die Schuhe super. Ich finde die Schuhe super. Ich bin auf ihrer Seite. Dankeschön. Okay. Aber Vorschlag für das erste Date. Ihr könnt Schuhe shoppen gehen und ihr sucht euch Schuhe für die gegenseitig anderen raus. Mm, muss ich mir überlegen. Oh, hat you get. Ja, würde ich mir auch erstmal drüber überlegen. Ja, also. Boah, ich wäre eh nicht mitgekommen, Digga. Ich hätte nur ja gesagt fürs Video, hä? Gehen und ihr sucht euch Schuhe für die gegenseitig anderen raus. Mm, muss ich mir überlegen. Oh, hat you get. Guck mal, wie ich so tue, als ob ich traurig bin. Sie muss es sich über... Mann! Leute! Sie will nicht auf ein Date mit mir. Scheiße! Ach, Mann, Digga. Ja, Girl, würde ich mir auch erstmal drüber überlegen. Ja, also zweimal Clown genannt, ich weiß ja nicht so. Clown. Ja, zum Outfit passt es doch voll gut. Ja, Prinzessin in Clownschuhen. Ja, gut, nächste Runde. Oha! Okay, alle komplett unterschiedlich. Ich finde alle schön, muss ich sagen. Ehrlich, ich schwöre auf alles, das waren die hübschesten Frauen bisher. Wisst ihr, es gab nichts so Kurioses wie sonst. Das war kein Cam. Alle waren fresh. Also von allen Folgen, die wir bisher geguckt haben, diese Frauen, die jetzt gerade noch in-game sind, Digga, die, also vom Aussehen her, das ist wie, wenn du ein Icon-Pick aufmachst und du hast so Eusebio, Pelé, Zidane und so ein Makelele. So, Makelele ist einfach der schlechteste. Und sonst sind da immer so normalerweise so Luis Figo, Rui Costa und so Bobby Moore drin. Es gibt nicht so eins, wo ich sagen würde, nee. Nummer 7, also Outfit Nummer 7. 6. Schon. Ah, jetzt 6, genau, sticht mir am meisten ins Auge doch. Wegen den Handdingern? Ja. Du hast aber zu mir gesagt, dass du mir wirklich 7 hübsche Mädchen rausgesucht hast, ne? Ja, ich habe die ja vorhin auch gesehen, die sind super hübsch. Was denkst du, was macht Nummer 1? Ich sag, sie heißt Nadja. Okay, Nadja. Und sie hat nicht den größten Freundeskreis, arbeitet nebenbei als Barkeeperin und studiert noch und macht auch genügend Sport. Und sie ist ein familiärer Mensch. Mhm, glaube ich auch. Mach mal Daumen nach oben, wenn das stimmt. Aha! Und Kandidatin Nummer 2? Oh, Tattoos. Ah, ich habe auch Tattoos. Du hast auch Tattoos. Wir haben alle Tattoos. Nee, nicht alle, aber sie hat auf jeden Fall Tattoos. Die muss ich mir immer direkt genauer angucken. Kannst auch mal die Hände nehmen. Darf ich mal deine Hände nehmen? Blessed. Aha. Nicht so zittern, oh nein. Ja, nee. Ist schön. Ist auf jeden Fall. War Ellie am Zittern, ne? Das war geisteskrank. Viel, aber ist schön. Haben sich die Hände angefühlt? Gut. Ja, süß, zittrig bisschen. Kandidatin Nummer 5, sehr jeansig. Jeansjacke, Jeanshose, so ein bisschen. Also Bruder, Figur geisteskrank, ne? Bisschen so Britney Spears und... Das ist Britney Spears. Wie jung bist du denn? Britney Spears. Du kennst aber nur Britney Spears. Britney Spears von Antoine. Was? Kennst du Antoine? Nein. Ja, guck, du kennst Antoine nicht? Ja, seht ihr? Kameramann judged mich. Okay, du musst eine Frage stellen. Britney Spears, Digga. Okay. Wer ist Antoine? Eins in den Chat, Antoine? Hä? Eins in den Chat, wer Antoine kennt, zwei, wer nicht? Hä? Wie können denn Leute Antoine nicht kennen, Digga? Britney Spears. Würdest du dich selber als eifersüchtig bezeichnen, wenn ja? Voll gut. Sehr gut für die Beziehung. Kandidatin 1, würdest du dich selber als eifersüchtig bezeichnen? Wenn ja, warum? Wenn Vertrauen da ist, finde ich, ist Eifersucht nicht notwendig. Was sie ist die Antwort? Im gesunden Maße. Kandidatin 2, wie sieht es bei dir mit Eifersucht aus? Ich bin absolut kein eifersüchtiger Typ, weil Vertrauen ist, finde ich, die Basis. Und wenn das nicht ist, dann die Basis. Ist es so schwierig. Oh, das ist voll die süße Stimme. Die Stimme ist süß. Ich muss aber sagen, das ist so eine Antwort. Die ist mir ein bisschen zu lasch, als würde man eine Antwort geben wollen, die dann 100% gut ankommt. Wie sieht's bei dir denn mit Eifersucht aus? Ich muss sagen, ich bin eifersüchtig, aber ich bin nicht die Person, die dem Partner jemals irgendwas so verbieten würde oder so. Mhm. Also mach dein Ding und wenn es mir dann nicht gefällt, dann sind wir halt nicht füreinander bestimmt. Also ich verliebe mich ja in eine Person, wie sie ist und nicht... Ich will sie noch irgendwie anders haben. Dann suche ich mir direkt eine andere Person. Aber wenn deine Freundin zum Beispiel mit ihren Mädels rausgeht, und das sind auch Typen. Meine Freundin könnte machen, was sie will. Mhm. Wenn sie jetzt aber, da bin ich ganz ehrlich,
zum Beispiel 3-4 Mal in der Woche so in den Club gehen würde und das wäre so ihre Hauptbeschäftigung, ja, das fände ich lame. Irgendwie. Aber das wäre dann ja auch nicht wirklich eifersüchtig, sondern es ist so ein bisschen... Das passt dann einfach nicht. Ja, ja, das meine ich ja. Ich bin nicht eifersüchtig, aber was so in diese Richtung angeht, möchte ich einen Partner haben, wo ich es nicht nötig habe, eifersüchtig zu sein. Ja. Ja. Okay, Kandidat 3, wie sieht's bei dir mit Eifersucht aus? Wenn er mir W, oder? Wie krass war das? Wie krass war das, seid ehrlich? Wenn es keinen Grund gibt, dann habe ich auch überhaupt keinen Grund, eifersüchtig zu sein. Ich finde, dass jeder seine Grenzen kennen sollte und dass man das auch offen kommuniziert. Meint eigentlich auch das Gleiche, wie du gesagt hast. Ja, ja. Kandidatin 4, wie sieht es bei dir mit Eifersucht aus? Ja, genau, ich bin ein bisschen eifersüchtig. Also genau wie bei euch gilt auch bei mir, wenn das Vertrauen da ist, passt das eh. Aber ich finde es auch ein bisschen nice, wenn mein Partner ein bisschen eifersüchtig ist. Ah, du magst es so ein bisschen mehr protective. Ja. Real Talk hätte ich nicht gesagt. Hätte ich nicht gesagt. Ich finde es lame zu sagen, ah, ich bin nicht eifersüchtig. Jeder hätte gesagt, ah, ich bin nicht eifersüchtig. Mädchen sind so vorhersehbar, ne? Jetzt, wo ich sage, zu sagen, ich bin nicht eifersüchtig, ist eine lame Antwort, kommen auf einmal diese Aussagen, ja, ich bin schon ein bisschen eifersüchtig. Die sagen das, was ich hören will, Bro! Schon. Ja, verstehe ich auch. Ja, ich finde, sie hat es gut gesagt. Ich finde das so, Digga, die sind alle nicht ehrlich. Wisst ihr, wie ich meine? Ich finde, das macht das Video voll oft kaputt. Weil wenn so Fragen kommen, wie... Bist du eifersüchtig? Immer dieselbe NPC-Antwort? Nein, weil Vertrauen ist wichtig. Sagt, so diese gesunde Eifersucht ist ja auch gut. Mhm. Kandidatin 5, wie sieht's bei dir aus mit Eifersucht? Also ich bin eigentlich gar kein Fan von Eifersucht. Ist dir wichtig, dass so dein Partner dir immer Aufmerksamkeit gibt? Ja, es wäre halt kein Problem, wenn man sich jetzt nicht jeden Tag sieht und nicht jeden Tag hört. Ich finde, das Wichtigste ist einfach, korrekt zueinander zu sein, korrekt, und das Vertrauen halt. Und ich glaube, ich habe so einfach... Das Wichtigste ist, dass man korrekt zueinander ist. Korrekt ist korrekt, das hat sie gesagt, Chat. Korrekt ist korrekt. Ja, den 6, wie stehst du bei Eifersucht zu? Ich bin mit mir im Reinen und ich denke mir, wenn er mich betrügen will, dann soll er machen und dann hat er mich verloren. Was? Wer denkt so, Digga? Wer denkt, wenn er mich betrügen will, dann soll er? Doch, das, was sie sagen wollte, ist gut, aber sie hat so scheiße gesagt. Wie sie es ausgesprochen hat, war so schlecht, ne? Ja, soll die betrügen? Dann soll sie machen, selber schuld. Und mit meiner Eifersucht könnte ich das so und so nicht aufhalten. Passt für mich nicht. So ein bisschen, was ich auch gesagt habe, ne? Ja. So. Fand es ein bisschen extrem. Wenn er mich betrügen will, dann soll er machen. Ja, aber ich verstehe, was sie meint. Sie sagt ja halt einfach so... Man kommt ja nicht mit der Person zusammen und denkt sich so, ja, wenn er mich betrügen will, soll er machen. Man erwartet das ja. Ich glaube, das war harsch ausgedrückt. Ja, da glaube ich auch, aber es war harsch ausgedrückt. Ich glaub, harsch ausgedrückt, noch nie in meinem Leben gesagt hat. Erst, ich habe einfach wiederholt, was sie gesagt hat. Weil ich dachte mir, okay, sie meint bestimmt das, was ich denke. Ich weiß immer noch nicht, was harsch bedeutet. Harsch. Harsch ausgedrückt. Es ist jetzt harsch ausgedrückt, Chat. Arsch ausgedrückt. Arsch ausgedrückt passt besser. Arsch ausgedrückt. Ich glaube, ich weiß, was sie meint, aber... Okay, anyway. Du musst dich jetzt für eine entscheiden. Eine der 6 Damen muss leider gehen. Du bist mit so einem analytischen Blick da dran. Oh Mann! Bist du mit so einem analytischen Blick da dran? Boah, ja! Die Arme! Die Arme! Ich will auch nicht sagen, wer mein Favorit ist, sonst würde ich das Video ein bisschen zu sehr spoilern. Sie hat es aber mit Humor genommen. Gut, W. Ja? Ja, fühlt sich angenehm an. Goofy Kompliment, Digga. Sie dachte, das gibt so Pluspunkte oder so. Fühlt sich angenehm an. What the fuck? Okay. Meine Hände sind ein bisschen schwitzig. Die richtige Goofy-Statur, ne? Ich sag euch ehrlich. Richtige Goofy. Weißt du, wisst ihr, wie ich aussehe? So ein Tritt in mein Knie und ich bin einfach weg für immer. Ein Tritt in mein Knie, ich bin einfach so. So sieht meine Statur ungefähr aus, Chat. Hä? Nein, weniger als die anderen. Ich sage euch, das ist die Lucid Dreams Hose von Wakes. Ich schieb's auf die Lucid Dreams Hose von Wakes. Ich schieb's einfach auf Wakes jetzt gerade, meine Statur. Wakes! Also ich habe nächste Woche einen Nageltermin zur Info. Aber schon ausgewachsen.
Deine Hände sind kalt und die sehen auch echt kalt aus. Kalte Hände, warmes Herz. Siehste? Oh. Kalte Hände, warmes Herz. Jetzt geht's zur Entscheidung. Oh, du hast es mir schwieriger gemacht damit. Du hast ein bisschen mit der 3 gewibed. Ja. Mhm. Es tut mir echt leid, das jetzt zu sagen, ne? Aber Nummer. Trommelwirbel. 2 ist raus. Weil sie weggezogen hat? Nee. Mhm. Nein, das fand ich sogar cool, dass sie mir da einen Korb gegeben hat. Aber ihre Antwort war mir einfach so zu wischiwaschi. Wischiwaschi. Mhm. Und dann noch in Kombination mit dem Outfit. Weil die anderen sind schon mehr meins. Okay. Na dann, Kandidatin Nummer 2. Ehrlich, Bruder. Ich sag Rock. Oh, Rock. Boah, Bruder, es gibt weniger. Es gibt kaum Sachen, die mich mehr antören als Rock. Ne, ich bin ehrlich. Rock ist krass. Aber, Bruder, who the fuck zieht Calvin Klein lange Socken an in Kombination mit Adidas Superstar, Bro? Hä? Was ist das für eine goofy Kombination? Calvin Klein lange Socken mit Adidas Superstar? Wären die Socken so Basic-Socken gewesen, wäre es einfach besser gewesen. Das sieht so weird aus. 2, du kannst ja vorkommen. Warte, gern. Alter, Digga, oh Junge, das sollte man sich eigentlich speichern für die goofigste Kombination, die man gesehen hat bisher, was Schuhe angeht. Hi. Ah, ihr passt aber ganz gut zusammen. Findest du? Ja. Ich finde gar nicht. Oh mein Gott, Digga, der war hart. Der war ehrlich hart, Digga. Der war ehrlich, aber ich bin ehrlich gewesen. Ich bin einfach ehrlich gewesen, sag euch ehrlich. Wir haben nicht zusammengepasst. Guck, wie sie aussieht. Sieht eher so aus, als wäre sie mit so einem Reichen so zusammen. Nein, doch. Sind wir ganz gut zusammen. Findest du? Ja. Ich finde gar nicht. Boah, wie hart. Nee, also so einfach vom... Aber du bist... Ja, du bist aber wunderschön, ja. Aber also einfach... Aber du bist auch nicht mein Typ. Ich hab nicht gesagt, dass du zusammen... Doch, ich finde vom Aussehen passt dir sehr gut. Digga, sie wollen sich einfach so schützen. Aber du bist auch nicht mein Typ. Einfach keiner hat gefragt. Findest du? Ja. Ich finde gar nicht. Boah, wie hart. Nee, also so einfach vom... Aber du bist... Keiner hat gefragt, Digga. Real Talk ist einfach keiner gefragt, Digga. Oh. Aber die Arme sollen sie. Geben wir ihr, Chat. Geben wir ihr. Die muss sich verteidigen, Bro. Sonst geht sie da wie... Weil, wisst ihr, wie ich meine? Sie hat auch Familie, Chat. Sie hat auch Familie. Ehrlich, denn das war zu hart. Soll sie machen. Ja, das ist aber wunderschön, aber also einfach... Ich hätte jetzt nicht gesagt, dass wir zusammen... Doch, ich finde vom Aussehen passt ihr sehr gut zusammen. Aber du bist wunderschön. Ja, danke. Okay, danke, dass du da warst. Tschüss. Was bist du denn für ein Ehrlicher? Hä? Ja, also ich fand sie wunderschön, aber ich hätte jetzt nicht gesagt, dass... Wunderschön, Bruder, ich hätte komplett übertrieben. Sind sie gut zusammen? Doch, ich fand es... Auf welches Girl stehst du denn? Wie sieht deine Traumfrau aus? Rothaarig. Rothaarig. Echt? Ja. Ah, dunkle Haare. Du hast jetzt deine letzten 5. Jetzt musst du noch eine Frage stellen. Noch eine Frage. Danach muss noch eine raus. Okay. Vielleicht so eine Quick-Runde, so eine, okay. Die ganz schnell mit einem Wort ein... Das ist vielleicht eine Frage, die man auch schon kennt. Oh, ich weiß, was kommt. Ja? Ja. Was ist deine Hausnummer? Nee. Wie hoch ist dein Bodycount? Oder mir wurde diese Frage so in meinen Mund gelegt, ne, ich sag euch ehrlich. Aber nee, das ging sogar, die hätte ich vielleicht auch so gefragt. Es gab aber eine Frage, die war nicht von mir, aber auf jeden Fall. Kreative Frage, I can't. Ach so, ja, ihr müsst es nicht sagen, ne, also, damit ihr Bescheid wisst, aber... Wäre lustig zu sagen. Ich kann's sagen. Ja. Was ist dein Bodycount? 6. Ja? Mhm. Was fändest du ein No-Go? Oder interessiert es dich gar nicht so sehr? Doch. Mich interessiert das schon. Allein aus dem Grund, wenn sie jetzt so einen extrem hohen Bodycount von beispielsweise über... Kann sein, dass ich jetzt ein paar Leute angreife da draußen. Also haltet euch fest. Über 100 hat. Und dann aus meiner Stadt kommt, Wahrscheinlichkeit ist da, dass da einer meiner Kollegen bei war. Oder irgendwen, den ich kannte. Und dann ist so, ja, also es interessiert mich schon. Aber ich würde auch sagen, eher im gesunden Maße. Kandidatin 1, wie hoch ist dein Bodycount? Ich glaube, wir haben da was gemeinsam mit unserem Bodycount. Ich hätte auch einfach 6 sagen können. Kandidatin 2. By the way, ist jetzt 7, Chat? Nein, ich war's schon. Nein. Walla, nein. Ich schwöre auf alles, nein. Nein. Stopp. Es war Spaß. Bei, wie hoch ist dein Bodycount? Genau gleich. Eindeutig weniger als 100, aber ich habe auch meine Erfahrung und ich glaube, dabei bleibe ich. Ich finde es voll okay, wenn man seine Erfahrungen sammelt. Und weniger als 100. Whatever. Kandidatin 3, wie hoch ist dein... Manchmal so unangenehm, weil ich einfach ehrlich war, Bro.
und weniger als 100. Und es hat einfach gerade nicht gepasst, Digga, beziehungsweise. Also ich finde das jetzt nicht besonders wichtig, würde ich sagen. Aber ich habe noch nicht so viel Erfahrung gesammelt bis jetzt. Süß. Weniger als 100? Auf jeden Fall. Weniger als 6 auch. Also ich bin weit drunter. Okay. Kandidatin 4, wie ist dein Bodycount? Ja, ich finde, die Vergangenheit von einem Menschen hat in einer neuen Beziehung irgendwie nichts verloren. Deswegen gibt es darauf keine Antwort von mir. Ich finde die Vergangenheit voll interessant von einem Menschen. Weil das macht ja auch voll viel aus. Du erfährst, wie der Mensch sich entwickelt hat. Und ich bin jetzt nicht jemand, der in Vergangenheit die ganze Zeit in die Vergangenheit schaut, aber mich interessiert das schon. Kandidatin 5, wie hoch ist dein Bodycount? Mein Bodycount ist zwischen 5 und... Bruder, schwer. Guck mal, jetzt wäre die Wahrscheinlichkeit auch voll hoch, natürlich, dass das so eine defensive Antwort von ihr war. Gerade weil ihr Bodycount einfach hoch ist, um sich zu schützen und zu sagen, ey, Bodycount unwichtig wegen dem und dem Grund. Aber der Grund, den sie genannt hat, dass Vergangenheit unwichtig ist, so ein Bullshit-Grund, finde ich. Als ob du mit einem Partner zusammenkommst und einfach keine Fragen über die Vergangenheit stellst, hä? Wenn sie sagt, Vergangenheit unwichtig, ne, in dem Punkt von Geschlechtsverkehr, dann Vergangenheit auch unwichtig in Punkt von Information über mein Leben im Kindergarten, Bro, hä? Bruder, man kann doch über seinen Partner mit allem reden, Digga. Und über die Vergangenheit will ich auch ein paar Dinge wissen, als ob so, hä? Darf ich nicht wissen, Digga, wer deine Kollegen waren früher, was du früher für Hobbys hattest? Ob du mal mit einem Kollegen von mir was hattest? Ich will das wissen, Bro. Die sagt einfach, nee. Das, über Vergangenheit redet man nicht in einer neuen Beziehung, hat nichts verloren. 10. Und ich finde aber, das Wichtigste ist einfach, dass man nichts bereut daran. Und solange man safe ist, dann top. Dass man nichts bereut, heißt das, du hast noch keins von deinen 5 bis 10 bereut? Nein. Das ist voll gut. Gut, ja. Auf jeden Fall eine kluge hast du da. Okay. Ja, oder eine mit sehr viel Glück, dass sie nichts bereuen musste. Vielleicht. Nee, ich glaube, das ist jemand, der einfach mit sehr viel Bedacht ihre Partner kann aufnimmt. Auch sein, stimmt. Jemand, der ihre Ansprüche kennt. Ich glaube, es ist einfach jemand, der super selbstbewusst ist. Jemand, der seine Ansprüche kennt und weiß. Hab ich keinen Bock, Digga. Ich war dieses Jahr okay. Weiß, was sie will. Das Ding, ich sage euch ganz ehrlich, voll oft habe ich einfach akzeptiert, was gesagt wird und so, weil ich habe gemerkt, okay, meine Meinung geht da einfach in eine andere Richtung. Checkt ihr? Ich glaube, das sieht man aber als Zuschauer auch. Guck, jetzt in dem Moment denke ich mir auch so, ja, okay. Nicht danach. Guck, habt ihr mein Ja gehört, Bro? Es war dieses Ja. Okay, basierend auf diesen Antworten musst du jetzt eine rauswählen. Ich muss ganz ehrlich sein, ne? Diese Schuhe bei Nummer 5 werfen mich raus, aber ihre Antwort war super. Ja. Würde ich jetzt gerade vor der Kamera sitzen, würde ich mir selber eine Ohrfeige geben, warum ich nicht längst schon diese Schuhe rausgevotet habe. Aber es geht ja viel mehr um den Menschen jetzt gerade. Ich kann nicht fassen, wie schlimm du diese Schuhe findest. Ich finde sie super. Ich finde sie nicht super. Okay, ich weiß es. Okay, sag. Bruder, komm, nein, können wir kurz eine Sache, bitte, eine Sache, Chat. Wir haben hier einmal gerade sehr, sehr gute Kameras, okay? Sehr gute Kameras, okay? Die haben ja ein ganzes Set von Kameraleuten, dies, das, Ananas, Hosenas. Ich war einen Tag davor beim Friseur, Bruder. Einen Tag, das sieht nicht frisch aus. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Einen Tag davor wurde auf null geschnitten hier. Das sieht nicht frisch aus, Bruder. Einen Tag davor, krass. Danke. Guck mal, das sind einfach schon wieder Haare überall. Ich flüstere das jetzt in dein Ohr und deine Reaktion kommt in die Kamera. Mhm. Ja. Was? Ja, sag du's. Okay, ich verstehe es. Ja? Ich verstehe es. Okay. Die Kandidatin, die rausgewählt wurde, ist Nummer 4. Sorry, du kannst jetzt hervorkommen. Scheiße, Bruder, bereut! Bereut! Bereut, Bruder, bereut! Direkt bereut, Bruder, bereut! Gött! Boah, scheiße. Hallo! Hi! Hi! Angelina. Ahmed, hi! Hi! Ich umarme mal alle, du riechst... Darf ich auch mal? Ja. Ja, du bist echt gut. Dankeschön. Das ist so richtig so, erfüllt den Raum. Mhm. Okay, dann. Findest du ihn gut? Passiert da noch was? Ja, ein attraktiver Mann. Dankeschön. Oh, cool. Ich muss sagen, bereue es auch ein bisschen. Ich weiß das. Können wir noch mal drehen, bitte? Einmal kurz. Nix da, du kannst ja in die DMs leiten.
Es war Spaß, Chad. Man hat gesehen, das war Spaß mit. Können wir nochmal drehen? Hoffentlich. Ich weiß das. Hat man es gesehen? Können wir nochmal drehen, bitte? Das war Spaß. Bitte? Einmal kurz. Nix da, du kannst ja in die DMs leiden. Ich schwöre auf alles, ich bin ein Hund, wenn ich lüge. Ich habe nicht ein Mädchen vom Dreh abgecheckt. Nicht ein Mädchen. Nicht ein einziges Mädchen habe ich auf Instagram gesucht. Ich habe nicht mal nachgefragt, Bruder. Hat mich mies nicht gejuckt. Mies nicht. Shanti ist Follower? Boah, die Bilder sehen auf jeden Fall gut aus, ja, ich sag euch ehrlich. Scheint auf jeden Fall eine sehr gebildetes Mädchen zu sein, wie sie sich so für Sachen interessiert, zum Beispiel Kunst und sowas. Okay, tschüss! Voll der coole Jeans-Look. Anyway, nächste Runde. Ich hab nichts gesagt, Dick. Voll der coole Jeans-Look. Es gab einfach keine Antwort von mir, weil ich fand nicht so krass. Aber sie sah gut aus. Oha, damn. Welches Outfit findest du direkt von Anhieb am besten? Outfit Nummer 1. Das passt auch. Ja. Das finde ich auch echt gut. Okay, welches? Aber mir fällt auch auf, bis auf Nummer 4 und vielleicht Nummer 3. Ich sage euch ehrlich, Chad, ich bin ganz ehrlich, okay? Ich bin ganz ehrlich, okay? Vielleicht bräuchte ich es nachher. Nummer 1 behindert sah aus wie mein Crush, ja? Auch vom Outfit und alles einfach. Ich dachte kurz, das ist mein Crush. Das weiß man jetzt nicht. Beide kurze Haare, also so, ne? Bis zu den Schultern. Ja, popmäßig. Ja. Okay, aber braun und blond. Stehst du eher auf braunhaarige oder Blondinen? Ja, also mein Beutesch- ich muss sagen, von den 6, vom Bodycount her, waren halt alles Blondinen. Aber ich würde mich da jetzt nicht so eingrenzen. Aber ich kann halt nicht sagen, ne? Es war okay. Egal, vielleicht kann Nummer 1 dich ja überzeugen. Hast du eine Frage für sie? Ich werde jetzt auf jeden Fall eine sehr, sehr aggressive Frage stellen. Hau raus. Was ist deine Lieblingsstellung? Hund, wenn das meine Frage war. Hund, wenn das meine Frage war, Chat. Hund, wenn das meine Frage war. Wann? Die Frage, Bruder, die Frage. Mein Mund war offen, die Frage war hier und dann wurde die Frage ausgesprochen. Kandidatin 1, was ist deine Lieblingsstellung? Ich glaube, ich spreche für die Mehrheit der Frauen. wenn ich sage halt, wenn wir so ein bisschen von hinten, das hat was. Ja, Kandidatin 2 macht direkt einen Daumen hoch. Ja, kann ich nur unterschreiben. Digga, guck mal, ey, Bro, don't tell me, es war nicht unangenehm für mich. Kandidatin 2, wenn wir... Guck, mein Gesichtsausdruck, bitte. Das hat was. Ja. Boah, okay, scheiße, ich sehe ein bisschen angeturnt aus eher, ja? Du siehst ein bisschen angeturnt aus, Bruder. Ich dachte, es sieht so aus, als wäre es mir unangenehm. Es sieht einfach so aus, als wäre es so voll angenehm für mich, darüber zu reden. Scheiße! Ich sag halt, wenn wir so ein bisschen... Doch, Bruder, bitte, in meinem Blick sieht man ein bisschen Unangenehmigkeit, oder? Dann von hinten, das hat... Ich grinse, Digga. Was? Ja. Kandidatin 2 macht direkt einen Daumen hoch. Ja, kann ich nur unterschreiben. Aber ich glaube, wenn man gut im Bett ist, dann ist jede Stellung gut. Kandidatin 3? Kann ich nicht unterstreichen. Unterstreichen? Kann ich nicht unterstreichen? Bruder, wie? Wie nicht unterstreichen? Von der Stellung her nicht so wichtig. Unterschreiben, meint sie, glaube ich. Wichtig ist, wie wenn ich der Person in die Augen schauen kann, hin und wieder. Also deshalb halt nicht von hinten so. Von hinten besser. Beins, willst du was sagen dazu? Ich wollte sagen, das ist in fast jeder Stellung möglich. True, true. Hart, Bruder, hart, Digga. Kopfkino einfach bekommen, ja? Kopfkino bekommen. Guck meinen Blick, bitte. Kandidatin 4. Guck meinen Blick! Oh, Digga, Bruder. Stellung Bruder, möglich. Bitte meinen Kopf, Digga. Chat, true. Bitte achtet auf mein Gesicht. True. Kandidatin. Digga, das war echt unangenehm, Bruder. Aber dieses, oh, da sind Bilder durch meinen Kopf gegangen, ja? Bilder einfach. In 4, was ist deine Lieblingssexstellung? Also ich finde, es sollte immer eine Variation von vielen verschiedenen Stellungen sein, damit es nicht langweilig wird. Experimentierfreudig. Worauf stehst du denn im Bett? Leck, habe ich gesagt? Ich weiß gar nicht mehr. Ich schwöre, ich weiß, über einen Monat her. Entweder es kommt jetzt ein Cap von mir, ich sag so extra was Standardmäßiges. Egal, wir gucken einfach. Jetzt musst du auch beantworten. Ja, also... Ich habe eine Stellung im Kopf, Bruder, aber ich habe dieses... Weiß nicht, ob, weil ich habe keinen Namen dafür. So, ich bin eigentlich so also ein Typ, so offen für alles einfach. Muss sagen, ich bin ein bisschen dominanter und dann läuft es auf
eher auf das hinaus, was Nummer 1 gesagt hat. So. Und Nummer 2. Aber alles ist möglich. Solange du wild bist. W-Moment! W-Moment, Chat. W ist in den Chat. 1, 2, 3. Sehr gut, okay. Musst du jetzt wieder rauswählen? Ja, du musst eine rauswählen. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich schwöre, das war nicht gespielt. Das war nicht gespielt. Das war real. Soll ich raten? Rate mal. Nummer 1 wird's nicht. Du hast recht. Ich wähle raus Nummer 3. Ich muss sagen, ich fand jetzt ihre Antwort nicht schlimm. Also, war eine gute Antwort. Aber irgendwie ihr Look passt zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Und es ist mir ein bisschen zu viel Lehrer-Look. Ich habe das Gefühl, ich kriege gleich Erdkundeunterricht. Ehrlich, nicht bisschen. Erdkundeunterricht-Lehrer-Vibes. Sorry, wenn ich dich verletzt habe. Okay, dann Kandidatin 3. Kopf auf von Seite, Bruder. Einfach meine Erdkundelehrerin von damals, ja? Komm nach vorne. Dann sehen wir gleich die Ohrringe. Zu Azy, danke schön für den Sub im ersten. Hi. Hi. Hallo, Tracy. Ey, die sieht voll nett aus, aber ja. Die sieht echt nett aus. Du siehst gut aus. Ey! UTK-Bann für immer. Tracy. Nein! Hallo, bei der anderen habe ich gesagt, die sieht nicht gut aus. Die sieht unnormal süß aus. So voll, so, aber nicht mein Type halt. Nicht mein Type, aber so süß. Dankeschön. Auf jeden Fall keine Lehrerin. Angehende Journalistin. Sie hatte kein BH an. Alter, haben noch kein Scheiß. Sie hatte kein BH an, als ob, Digga. Los, Tracy. Dankeschön. Auf jeden Fall keine Lehrerin. Angehende Journalistin und Moderatorin. Genau. Oh nein. Deine Haare sind cool. Ja, ich liebe sie. Das hat eine Freundin für mich. Wisst ihr, wie sie aussieht? Wie so aus so einer Serie, die Hauptdarstellerin. So eine französische Serie gewesen, aus einem Ghetto, Digga. Deswegen habe ich irgendwie gefühlt in dem Moment. Ich gemacht. Die machen so einen guten Klang, so ein bisschen wie an der Ostsee. Schon. Ja, so. Schon. Weißt du? Super. Ja. Tschüss. Ciao. Viel Spaß noch. Dankeschön. Das sind so. Ich finde nicht nur der Klang, auch so wie die Haare aussehen. Ich finde das richtig cool. Mhm, finde ich auch. Okay, wir machen direkt weiter. Nächste Runde. Du kannst wieder eine schnelle Frage stellen und danach musst du nochmal jemanden rauswählen. Wenn du genau jetzt irgendwo hinreisen könntest, wohin wäre es und warum? Boah, das ist meine Standardfrage, ja. Das stelle ich auch immer so Kollegen und so random. Weil das interessiert mich ehrlich. Ich finde, bei dieser Frage erkennt man, was für ein Typ Mensch man ist. So, ich finde, boring as Antwort, Spanien. Ja, so irgendwo Kroatien. Lame, Digga. Echt lame. Das kann man immer machen. Man muss so eine Antwort kommen, okay, da will man hin, aber es ist schwieriger bzw. außergewöhnlicher. Ich liebe die Frage, die ist ja voll. Okay, Kandidatin 1, wo würdest du hinreisen? Bin in meinem Leben noch nicht so viel gereist, leider. Und deshalb wäre es London, weil ich schon immer London sehen wollte. Schon seitdem ich klein bin. London City, fam. Yeah, 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 you know the drill, man. Yeah, of course, man. Yeah. Boah, ey, warum haben sie das nicht geschnitten? Wie unangenehm. Einfach diese Stille danach. Yeah, yeah. Guck mal, ey, wie unangenehm, Digga. Yeah, yeah, you know the drill, man. Yeah, of course, man. Yeah. Guck mal, ihr Gesicht. Alter, ey, wer hat das geschnitten, Digga? Er ist eigentlich cute. Ey, sag nicht mal mehr, ey, sag nicht mal mehr was dazu. Real man, yeah, of course, man, yeah. Ihr Gesicht, Bruder! Yeah, yeah, you know the drill, fam. Yeah, yeah, klick, klack, boom, boom, bam, bam. Ey, yeah, yeah, yeah. Mabendo, mabendo, bendula, bendo. Ist eigentlich cute. Warst du schon mal in London? Ja. Ja? Ja. Ja, ist cool. Ist cool. Das war der erste Trip mit meiner Freundin. Ah, oh, wie süß! Ja. Okay, hör auf! Kandidatin 2, wo würdest du hinreisen? Eindeutig Tokio. Ich liebe Animes und generell der asiatische Bereich ist mega interessant. Ja, Quintan 1981 donated. Digga, das war meine Antwort. Ich schwör auf alles, das war genau meine Antwort, Digga. Das ist eine Antwort, wenn irgendwer diese Frage stellt. Japan, Digga. Das ist immer, wenn dann mich irgendwer bei der Frage fragt, ja, und was ist dein Lieblingsreiseort? Japan. Geld. Oh, dann ist die das weibliche Pendant zu dir. Der, jetzt hast du schon zwei Favoriten. Nummer 3, wo würdest du hinreisen? Oh, die Antwort muss jetzt gut sein, ne? Ja. Kein Druck, kein Druck. Kandidatin 3, du hast gerade zwei richtige Banger vor dir. Ich würde nach Costa Rica reisen, weil ich liebe Reisen und ich liebe tropische Länder etc. In Costa Rica kann man, glaube ich, auch gut surfen. Ich bin sehr interessiert daran und generell ein bisschen die Kultur. Ja.
Costa Rica ist auch nice. Mhm. Und hast du keinen Bock? Gefährlich bisschen, aber schön. Das ist doch nicht gefährlich. Doch. War ich auch schon, nee. Mein Vater erlaubt mir nicht nach Argentinien alleine. Ist gefährlich, doch nee, wirklich. Nee, das passt schon. Doch, ist gefährlich, Bro, hä? Die sagen das? Es ist gefährlich. Aber du warst so, du warst gar nicht so begeistert. Es hat mich nicht so abgeholt wie die anderen. Mhm. Also ich, so London fühle ich. Costa Rica fühle ich. Darf ich aber trotzdem jetzt noch eine Frage reinwerfen? Mhm. Schnell. Ganz, ganz kurz. Schnell. Messi oder Ronaldo? Same. Kandidatin 1, ich fühle es. Was soll man da sagen? Ich habe da keine Meinung dazu. Also ich glaube, es ist Messi, aber ich habe keine Ahnung. Kandidatin 2, was hast du gerade gesagt? Eindeutig Ronaldo. Ich meine, auch wenn ich jetzt seine Aktion hier gemacht habe, nach Syrien nicht so ganz verstehe, aber er ist ein guter Hä? Das ist mir gar nicht aufgefallen dort. Ich war verblüfft von Ronaldo. Sie sagt einfach, Ronaldo ist nach Syrien. Bruder, hä? Was für Nachrichten, was für eine Fußball-App hat sie? Safe nicht OneFootball, Digga. Sie hat TwoFootball als Fußball-App. Sie benutzt TwoFootball. Ronaldo kämpft einfach mit den Kurden zusammen in Syrien. Was redet sie da, hä? Original, Digga, das macht gar keinen Sinn. Sie hat Saudi-Arabien mit Syrien verwechselt. Das ist schon krass, Digga. Syrien und Saudi-Arabien verwechseln, das ist schon krass. Aber er ist ein guter Fußballer und ich finde... Guck, das geht, die haben keine Ahnung. Leute, die sagen Ronaldo, haben keine Ahnung. Sie sagt, er ist ein guter Fußballer, aber gleichzeitig denkt sie, er spielt in Syrien. Beweis, dass Messi besser ist und Messis Fans besser sind. Und Kandidatin 3? Ich würde sagen Messi, weil ich ihn besonders als Kind sehr gefeiert habe. Oh nein, du feierst Messi und du wolltest eigentlich Kandidatin 3 rauswerfen, aber jetzt ist sie dein Favorit. Ich sehe das. Das ist ja eine Scheiße jetzt. Das ist ja richtig scheiße. Mmh. Mehr sage ich nicht. Mmh. Mmh. Da hast du dich wo reingeritten. Mhm. Das ist schon eine sehr, sehr wichtige Meinung. Mmh. Findest du das schlimm, dass auf meinem Arm Messi tätowiert ist? Nein, ich bin jetzt kein extremer Fußballfan. Daher ist es für mich jetzt nicht so schlimm. Ich verzeih dir, sagen wir so. Du hast echt Messi. Nein, Spaß. Ich hatte und jetzt ist da Maradona und Messi kommt noch, weil ich den ganzen Arm mache. Messi ist. Ist auch ein Argentinier. Das heißt, für dich ist es eine große Sache. Ist eine sehr große Sache sogar. Shit, du musst dich jetzt entscheiden. Ja, ja. Das wird die schwierigste Entscheidung deines Lebens. Mhm, und ich bin live dabei. Mhm, und wir alle auch. Bist du bereit? Mhm. Raus ist Nummer 2. Einfach, Bro, einfach Ronaldo-Fan, Digga. Ronaldo-Fan, sie sagt, Ronaldo spielt in Syrien, Bro, raus. Allein die ganzen Ronaldo-Fans müssten jetzt hinter meinem Rücken sein, Bro. Sie hat gesagt, er spielt in Syrien. Alle W's in den Chat. Sie war kein Fan von gar keinem, aber hat so getan, als ob sie sich auskennen. This is Dick L, Bro. W's in den Scheiß-Chat auch als Ronaldo-Fan, Bro. Sie war kein Ronaldo-Fan. Er spielt nicht in Syrien. Raus. Tokio ist raus. Ronaldo-Fan geht nicht. Das geht nicht. Das ist für dich ein Dealbreaker. Ja. Das ist ja insane. Mhm. Dann Kandidatin 2, komm bitte hervor. Hallo. Hi. Freut mich. Schade, sitze ich immer zweimal. Ja. Vielleicht dann. Ey, du hast voll die süßen Vampirzähnchen. Gleich war's. Sind die echt, ja, ne? Ja. So Vampirzähne sind ein Zeichen, dass du nicht grindest in der Nacht. Du hast auch welche. Hab ich auch welche? Ja. Was ist grinden? So. Dieses. Achso. Oh. Tschüss. Und sie ist komplett raus für dich, ne? Weil ich dachte, mit grind meint sie dieses Grind on me, Samantha Madden in a grind on. Ich dachte, sie meint das, Digga. Ich dachte, hey, was hat das mit Zähnen zu tun, Bro? Nächste Runde. Das hier ist mein Tattoo. Hier haben wir Maradona, mein Lieblingsfußballspieler und auch mit ihm bin ich aufgewachsen, kann man sagen. Und hier oben, für die, die es kennen, aus Naruto, die Schaukel, hat auch eine Bedeutung. Für alle, die es kennen, die kennt's. Boah, übel schmerzhaft und voll fresh. Ja, ist ganz frisch. Das ist ja richtig, es fällt gerade noch. Ja, vor einer Woche oder... Sixpack am Start. Zwei. Krass. Vorher war halt Messi drauf, jetzt ist da Messi nicht mehr drauf und jetzt kommt das auf ganzer Arm. Messi kommt noch drauf.
Aber nach, nee, es war gar nicht schmerzhaft für mich. Richtiger Mann. Ja. Ich kenn keinen Schmerz. Hast du geweint? Nein. Ich habe nebenbei Naruto geguckt. Süß. Okay, Finale. Hier sind deine beiden... Ich habe ehrlich nebenbei Naruto geguckt, Digga. Da war ein Fernseher, als ich tätowiert wurde. Mädels? Heute aber nicht, muss ich sagen. Heute habe ich mit meinem Vater geredet. Er war mit. Mein Vater möchte sich auch ein Tattoo machen. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Ich sage jetzt einfach. Einfach den Namen von meiner Mutter einfach nur. Die eine möchte nach... Voll süß, Digga. London, die andere nach Costa Rica. Die eine hat keine Ahnung vom Fußball. Und die andere findet Messi. Was? Die eine hat keine Ahnung vom Fußball und die packen Bayern-Logo hin. Oh mein Gott! Oh, der dickste Front, der jemals rausgehauen wurde auf diesem Kanal! Da bin ich in den Scheiß-Chat! Ich hätte niemals mit sowas gerechnet, die fronten einfach Bayern aus dem Nichts. Das sind deine beiden Mädels. Mhm. Die eine möchte nach London, die andere nach Costa Rica. Die eine hat keine Ahnung vom Fußball. Bayern-Logo bei keine Ahnung vom Fußball, Bruder! Wie heißt der Editor? Wie heißt der Editor? Ich möchte ihn heiraten! Wie heißt der Editor? Ich möchte ihn heiraten! Alter, Bruder, was hat der für dicke Eier? Er legt sich mit ganzer Bayern-Community an. Allein dafür Props, sogar als Bayern-Fan, dass er die Eier hat als Cutter. Er kann seinen Job verlieren, Jungs. Niemals hat er Sophie gefragt, ja, darf ich das machen, weil sie hat ja auch nicht so viel Ahnung bestimmt vom Fußball. Und sie hätte safe nein gesagt, denke ich mir mal. Und die andere findet Messi super. Mhm. Hast du eine Frage? Ja. Okay, hau raus. Okay, ich bin auf die Antwort wirklich gespannt. Also so wirklich, wirklich. Hast du schon mal Animes geguckt? Wenn ja, magst du? Ja oder nein? Ja oder nein? Kandidatin 1? Also ich habe schon mitbekommen, dass du Animes magst, aber ich kann das leider gar nicht schauen. Und wieso? Ich mag das nicht, wie das... Also diese Animation, dieses Schnelle, ich mag das nicht. Schnelle? Aber würdest du dem Ganzen eine Chance geben? Was für Schnelle, Bro, hä? Gibt doch Animes... Chiros Reise ins Zauberland schnell animiert? Ich hab's schon mal probiert. Eher nicht. Kennst du vielleicht ein Einsteiger-Anime? Ja, ein bester Einsteiger-Anime ist Death Note wahrscheinlich. Der ist sehr, sehr gut. Kandidatin 2, wie stehst du zu Animes? Also ich alleine schaue ich sie mir auch nicht an. Ich war jetzt aber im Februar auf Urlaub mit einer Freundin in Bali und da... Safe mit einem Jungen. Safe. Ich sag Cap und sie war mit einem Jungen und der wollte... Da gab es ganz viele Anime-Filme auf Netflix und da musste ich mir jeden Abend mit ihr ein paar Folgen anschauen. Deswegen kenne ich jetzt diese Ghoul City oder Death. Ghoul City, Bruder. Nicer Anime. Ja, Chat, Ghoul City, Digga. Nicer Anime, Ghoul City. Note etc. Sie meint Tokyo Ghoul, okay. Ah ja. Oh, und die Enttäuschung. Ja. Was würdet ihr als Alternative vorschlagen? Ghoul City, Bro! Sie hat einfach einen Urlaub lang ein Anime geguckt und sagt zu Tokyo Ghoul City. Vorschlagen. Ich würde dich halt zwingen, Grey's Anatomy zu schauen. Einfach aus Prinzip. Okay. Freude hält sich in Grenzen. Ich mag so Actionfilme ein bisschen oder Kriegsfilme. Vielleicht auch Horrorfilme. Sowas in der Art auf jeden Fall. Die Little Wahrheit sage ich. Überzeugt, ne? Nee. Ich weiß, was wir machen. Okay. Okay, lass uns das so machen. Ich stelle mich vor die Person, die rausfliegt. Okay. 1, 2 oder 3. Ob wir wirklich richtig legen? Sieht ja, wenn du das Licht angeht. Ich habe hier einen Dance rausgehauen. Wurde der reingepackt? Aber ich habe den in Edits gesehen. 2 oder wieder die 1. Ja, die 2. Die 1, die 2. Kandidatin 2, du musst leider raus. Mhm. No, hi, hallo. Schön, dass du da bist. Ist okay, also sieht gut aus, aber ist gar nicht meins, Bro. Hallo, freut mich. Hi, Hamid. Clara. Nicht meins, Bro. Freut mich. Ja. Ja. Digga, oh mein Gott. Ja. Yeah. Ah! Ich wusste nicht, was ich sagen soll. Ja, sorry. Sie ist sehr, sehr hübsch, ja doch. Ja, danke. Also schon mein Geschmack, sagen wir mal so. Aber sie ist hübsch so und sie geht in meine Richtung von Typ, aber sie ist nicht mein Typ, denke ich. Ich wollte auf korrekt sagen. Ich habe für sie entschieden. Sehr gut. Sie ist größer als du. Sie hat auch Cowboy-Stiefel an, Cousin. Gut. Und ich stehe jetzt auch dahinter, aber... Schöne Jacke. Danke. Schön, dass du da warst. Danke. Tschüss. Was mit dem Blick passiert? Aber. Schöne Jacke. Danke. Schön, dass du da warst. Danke. Tschüss. Bruder, hast du...
Digga, die hat einfach einen Mörderblick drauf. Digga, ich schlaf heute. Ich schließ alles ab. Meine Fenster werden abgeschlossen. Die Schlafzimmertür wird abgeschlossen. Toilettentür wird abgeschlossen. Jedes Fenster ist zu heute. Ich rufe meinen Bruder an, dass er bei mir auf der Couch pennen soll. Digga, was ist das für ein Blick? Ich geh jetzt auch dahinter, aber. Schöne Jacke. Danke. Schön, dass du da warst. Danke. Tschüss. Boah, Digga. Alter, die hat. Alter, Bruder. Okay. Bist du bereit? Ich bin gespannt. Die große Liebe. Ah, guck meinen Blick, guck meinen Blick. Okay. Guck, 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 wie ich lache. Okay. Ja! Was du kannst, kann ich auch. Was du, ich auch. Was du, ey. Oh, du, ey, oh. Du, ey, oh. Ey, oh, Schöne Jacke. Danke. Schön, dass du da warst. Danke. Tschüss. Okay. Ich bin gespannt. Die ganz große Liebe. Sieht gut aus? Sieht gut aus, ja. Echt jetzt? Ja, super. Wir sind alle nervös. Du triffst jetzt auf deine große Liebe. Ja. Die Gewinnerin, du kannst jetzt einfach unterm Vorhang hervorkommen. Hi. Hallo. Boah, genau so habe ich mich... Ach so. Vorgestellt. Und was sagst du? Deutsch verlernt, Bruder. Ich zwing dich trotzdem, Grey's Anatomy zu schauen. Ja, cool. Und ich zwing dich dazu, Naruto nein, zu gucken. Nein, nein, das machen wir doch, nicht. Doch, das machen wir. Wir gucken jetzt Naruto. Nein. Und nicht Grey's Anatomy. Doch. Weil Naruto gut, besser ist. Bro. Naruto ist besser. Naruto ist besser. Ach, wie süß. Toll. Das war's, Chat. Das war's. Ich hab Crush auf Lena. War das Lena? Nein. Nee, oh, kenn ich. Einmal einen Namen vergessen. Zoe. Zoe Minihofer. Also auf Ernst, ne? Sie hat zwar gewonnen und ich habe auch Nachrichten bekommen von Musti, wie zum Beispiel, du hast dir die Beste geschnappt und so, gönn dir dies, das, Ananas. Leute, denken ehrlich, dass ich irgendwie noch Kontakt gesucht habe oder so. Bruder, ich bin direkt danach nach Frankfurt gefahren, hab sowas von keine einzige auf Instagram gesucht und bin in Urlaub gedingst. Deswegen, Bruder. Ich bin auch einfach nicht so ein Typ, der so nach so Dingern halt Mädchen raussucht und denen folgt. Wisst ihr, wie ich meine? Ich fand das Video echt gut. Ja, Mann, wie fandet ihr das Video? W oder L, Chat? W oder L? W oder L? Digga, ich bin extra nach Wien gefahren. Ich weiß noch, das war so knapp, Bruder. Das war auch schwer und so. Aber ich dachte mir so, Digga, ist bestimmt lustig. Und, ja, Mann, ich war auch noch nie in ich war noch nie in Wien. Das war das erste Mal in Wien. War irgendwie nicht so geil aus in Wien. Also Wien ist schöner. Ich dachte irgendwie, Wien wäre so eine richtig so krasse Stadt. War aber irgendwie nicht so. Vielleicht war ich auch an den falschen Stellen von Wien. Ja, das war's mit dem, mit der Reaction zu dem Blind Date. Ich habe keinen Kontakt zu irgendeinem Mädchen von den Leuten, die im Blind Date waren. Aber, ja. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr wollt, dass wir noch mal ein E-Date machen, was wir auch ganz oft gemacht haben, schreibt es in die Kommentare. Chat, schreibt eins in den Chat, wenn ihr wieder ein E-Date sehen wollt. Dann besorge ich uns ein Mädchen und die lustige Jungs. Und dann machen wir ein E-Date on stream. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Lasst einen Daumen nach oben da, Bruder. Wir können bestimmt 500 Daumen nach oben knacken. Und abonniert den Kanal. Ja, tschüss.